Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Playendes Kaninchen. Und wir sind weiter mit unserem Paladin unterwegs, aber nicht mehr bei den Piraten. Und ihr wundert euch vielleicht, warum? Die Antwort ist ganz einfach, denn es ist gerade ein Event. Die Belagerung von Neverwinter. Deswegen stehen wir auch hier bei finsterer Nacht in Protector's Enclave. Bei diesem doch sehr schön gemalten Mond. Und es ist wieder der Livestream dabei. Damit ihr euch nicht wundert. Aber ihr seht den ja auch. Ihr seht den ja auch. Meister der Jagd, was ich schon alles extra bekommen habe. Der Winterwolf. Ja, der ist auch schön. Der ist auch sehr schön, der Winterwolf. Es gibt nämlich einen Grund, weswegen wir dieses Event laufen wollen. Nicht nur, weil wir uns jedes Event anschauen wollen, sondern auch wegen diesen beiden Reittieren. Der Wehrgreif hat einen unglaublich guten Insignienbonus, bei dem man Edelsteine bekommt, wenn man Gegner tötet, also Veredelungspunkte, sehr gut. Und das hier ist ja wohl mal ein Reittier für ein Paladin wie geschmiedet, würde ich sagen. Das ist ja wirklich wie geschmiedet für ein Paladin. Zu dem Thema wie geschmiedet, ich habe hier auch noch ein anderes Reittier, ein Wildlederschlachtross. Und das schleppe ich schon echt lange mit mir rum, weil ich mir dachte so, ja, das trägst du nicht, das nutzt du nicht. Wofür, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt passt es doch perfekt für unseren Paladin. Deswegen werden wir das auch mal ausrüsten. Und wir können jetzt weder tauschen noch irgendwas. Wir nutzen das vorrangig zum Aussehen erstmal. Das ist das Wichtige. Das Aussehen von unserem Wildleder-Schlachtross. Alter Finne! Jawoll! Jawoll, das ist doch mal ein Reittier. Das ist doch mal ein Reittier für einen Paladin, oder? Okay, ich glaube, wir haben unser Reittier gefunden. Huiuiuiui. Das ist wirklich, wirklich cool. Weiß nicht, ob ich das andere jetzt, das hier besser finde, oder das, was ich jetzt gerade habe, was, ich weiß nicht, mal gucken, was der Chat sagt, welches Reittier er besser findet. Aber das ist schon, ich habe keine Ahnung, wie ich das habe, bevor jetzt jemand fragt. Ich habe null Plan. Das habe ich schon ewig in meiner Tasche. Wow. Gut. Lang genug darüber gewundert, wie toll das aussieht. Wir reden jetzt mal mit der Festungsleiterin, der Verteidigungsleiterin, die auch schon dezent verletzt aussieht. Wow, bist du bandagiert. Wir können ja verschiedene Dialoge mit ihr anklicken. Es geht darum, dass wir diese verschiedenen Währungen bekommen, also Erlasse und Medaillen. Die Erlasse können wir pro Tag eine bekommen, die Medaille können wir, glaube ich, mehrere bekommen. Wirklich nützlich sind, wie gesagt, der Wehrgreif. Fantastisches Reittier, gerade mit dem Insignienplatz. Es ist ein lila Reittier, heißt auch nicht schlecht in der Hinsicht, dass es halt 110% Bewegungsgeschwindigkeit bringt und die Ausrüstungskraft mit 1000 Verteidigung und 1000 Robustheit ist eigentlich für unseren Paladin auch ideal. Ne? Verteidigungspunkte, Robustheit, fantastisch. Wäre somit wirklich eine schöne Sache. Außerdem gut ist, dass man hier, wo ist es denn? Die Verzauberung des Quartiermeisters. Die kann man hier bekommen während dieses Events. Und die sollte man auf jeden Fall versuchen zu bekommen bei, für seine Unterstützungsplätze. Die lohnen sich gerade, also am Anfang lohnen sie sich, auch bei niedrigen Rängen, also wenn man nur Rang 5 Verzauberung davon hat oder nur wenige, sind die schon nicht schlecht. Aber je höher die Stufe ist und je mehr man davon hat, desto mächtiger werden die. Und man kann halt teilweise wirklich Kampagnenwährung damit bekommen, Verzauberung Rang 7 Verzauberung, Rang 7 Verzauberung, genau. Rang 7 Verzauberung können dabei droppen. Ah, das ist schon wirklich gut. Deswegen würde ich sagen, wir kaufen uns schon mal gleich eine. Oder, warte mal, gibt es noch irgendwas anderes, was wir hier vielleicht haben wollten? Bevor ich jetzt meine hart verdienten Drachenkult-Insignien hier reinwerfe. Na, dann kaufen wir uns mal gleich eine. Die ist wirklich gut. Passt? Passt. Passt. Das wollte ich nicht. Drück mal wieder Tab. Warum drücke ich Tab? Was ist denn mit dir los, Katafi? Haben wir einen Unterstützungsplatz? Haben wir. Guck mal. Wir haben einen Unterstützungsplatz. Dann versiegeln wir das doch da mal rein. So. Außerdem sehen wir haben Kraftpunkte 2 Stück und Talentpunkte. Die wollen wir doch auch mal investieren. Wir investieren das in das hier. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Das nutzen wir ja.
Und dann würde ich sagen, auch noch in das Zerschmettern. Hat es auch nicht schlechte AOE-Schaden. AOE-Schaden ist nicht schlecht. Die beiden nutzen wir. Und bei den Talenten schauen wir mal weiter. Wir haben hier immer noch die Reichweite der Auren. Sehr cool, aber... Ach doch, wir nehmen das. So. Die beiden. Und jetzt können wir uns die Quest angucken, die sie hat. Was sagst du denn? Zur Verteidigung... Ah ne, für die Verteidigung spenden. Die Stadt wird belagert und uns gehen die lebenswichtigen Vorräte aus. Lord Neverember hat um Spenden derjenigen gebeten, die es sich leisten können. Wenn ihr helfen möchtet, solltet ihr den Verteidigungsvorratsmeister hier in Protectors Enclave aufsuchen. Enclave, das heißt Enclave. Und natürlich machen wir das. Natürlich machen wir das. Wir können der Verteidigung auch direkt helfen. Also wir können entweder Verteidigungsvorräte spenden, was wir jetzt mal tun wollen. Oder auch aktiv an der... Hallo, ich drück doch U, hä? Ach so. Aktiv an der Schlacht teilnehmen, das müssen wir auch noch machen. Alter, ist das ein Riesenpferd! Holla, die Waldfee! Oh, ist das mächtig! Seid ihr gekommen, um für die Verteidigung von Neverwinter zu spenden? Wir können die Hilfe wahrlich benötigen. Ja, sind wir! Aufgrund der Belagerung der Stadt und der zahlreichen Flüchtlinge, die in Neverwinter nach Schutz suchen, ist die Versorgungslage in der Stadt kritisch. Lord Neverember hat alle Bürger dazu aufgerufen, so viel wie möglich zu spenden, um bei der Verteidigung der Stadt zu helfen. Alle Vorratspakete, die ihr herstellt, können beim Verteidigungsvorratsmeister gespendet werden. Wenn ihr Vorratspakete spendet, erhaltet ihr nicht nur Belohnungen, sondern es wird euch auch in der Bestenliste voranbringen und neue Gegenstände im Ereignisladen freischalten. Das wäre mir neu. Eine Bestenliste und ein Ereignisladen, der damit irgendwo mit reinspringt. Das ist, glaube ich, ein Dialog, der schon so alt ist. Um professionelle Verteidigung. Um den Prozess zu beschleunigen, haben wir Berufsgegenstände zu unserer Verfügung, um Verteidigungsvorräte aus nützlichen Materialien herzustellen. Wenn ihr während der Belagerung Neverwinters etwas spenden wollt, solltet ihr zunächst einen Fachmann rekrutieren. Und wir rekrutieren doch mal einen Fachmann. Und zwar hier, ich breche mal ganz kurz den Wachdienst hier ab. Da, wir rekrutieren mal einen Belagerungsmeister. Das kriegt ruckzuck. Wir kriegen automatisch auch eine Schubkarre dazu. Yay! Gib, gib, gib! Woo! Muss ich jetzt nochmal mit dir reden? Ja! Ja! Wie viele Verteidigungsgüter könnt ihr spenden? Ach so. Keine! Noch nicht, jedenfalls. Oh Gott, wir können nichts spenden. Wir haben nichts. Wir haben wahrlich nichts. Können wir kleine Erste-Hilfe-Pakete? Die dauern 5 Stunden. Na gut. Das wird, glaube ich, etwas, was wir heute nicht... Doch, wir können die kaufen, glaube ich. Warte mal, was kosten sie? Verteidigung. Die müssten auch irgendwas mit Verteidigungs... Oder? Warte mal, sind das nicht Verbrauchsgüter? Nee, das ist Verschiedenes, ne? Oder? Wie heißen die? Verteidigungsvorräte. Die kann man verkaufen. Das weiß ich, dass man die verkaufen kann. Ah ja. Was kostet denn einer? Ich möchte ja nur mal einen, um das zu zeigen. Wir haben ja auch nur 500 Astraldiamanten. Mehr als einen. Wir können uns nicht mal einen leisten. Nein, wir können uns nicht mal einen leisten. Ernsthaft, wir können uns nicht mal einen leisten. Okay, ich mache jetzt mal was, was man normalerweise nicht macht, aber... Oh, meine Zen wurden verkauft. Hübsch. Ich würde schon gerne jetzt mal irgendwie einkaufen, um die Quest zu voranzubringen. Aber das ist eine Daily Quest. Die interessiert eigentlich auch nicht so wirklich, oder? Interessiert die? Was sagt ihr? Sagt ihr mal was? Wir brechen mal ganz kurz das hier ab. Dann holen wir uns die Astraldiamanten raus, die wir dafür brauchen. Es sind ja nicht viele. Es ist ja nur 100. Nee, es ist nur 1100 eigentlich nur, die fehlen. Ne? Wir holen jetzt mal 105, 200. So. Und dann kaufen wir uns mal einen Verteidigungsvorrat, um die Quest abzuschließen. So hässlich. Was? Das Böse ist so hässlich. Na dann. So. Verteidigungsvorratmeister, wir haben etwas. Ja, wir können was spenden. Wenn ihr euch sicher seid, werden wir es dankend annehmen.
Ja, wir sind uns sicher. Im Namen der Stadt und seiner Bewohner möchte ich euch meinen äußersten Dank aussprechen. In der Truhe dort wartet eine Belohnung auf euch. Nehmt sie und auch unseren Dank. Ich werde während der gesamten Belagerung hier sein, falls ihr noch mehr spenden möchtet. Nein, wollen wir nicht. Definitiv nicht. Denn die Belohnungen sind halt... Also man kann das jetzt daily-mäßig machen. Um Verteidigungsvorräte zum Spenden zu erhalten. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Aber es ist halt nicht so wirklich der Brüller, muss man sagen, was es da so gibt. Wir reisen jetzt aber mal in das Schlachtfeld direkt hinein, denn da können wir deutlich besser helfen. Den Kult des Drachen hier abzuwehren. Der Kult des Drachen setzt seine gesamte Streitmacht gegen Neverwinter ein. Drachen, Golems, Belagerungsmaschinen und eine Armee von Fanatikern warten nur darauf, durch die Bresche in unserer Mauer zu stürmen und die Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Sie glauben, dass das Loch in unserer Mauer ihren Sieg unausweichlich macht. Ich habe vor, sie für diese Arroganz zu bestrafen. Und dafür brauche ich die Hilfe von Abenteurern wie euch. Wir helfen gerne, vor allem wenn die wirklich schon eine Bresche in die Mauer geschlagen haben. Dann braucht ihr wahrlich Hilfe. Die Armee des Drachenkultes hat die äußeren Stadtmauern von Neverwinter durchbrochen. Nun versammeln sie alle Streitkräfte hier, um weiter in die Stadt vorzustoßen. Allerdings sind wir hier in einer stärkeren Position. Mit den Hügeln auf der einen und dem Meer auf der anderen Seite ist ihre Armee eingeschränkt und nicht in der Lage, die zahlenmäßige Überlegenheit auszunutzen. Wenn wir sie aufhalten und genügend Schlachten gewinnen können, können wir diese Belagerung durchbrechen. Dazu benötigen wir die Unterstützung von Abenteurern wie euch. Der Lord Beschützer hat mir erlaubt, Erlasse der Auszeichnung an alle Helden zu vergeben, die in diesen schweren Zeiten für Neverwinter kämpfen. Wenn ihr euch einen verdienen wollt, dann erlangt Schlachtfeldehre, indem ihr hier auf dem Schlachtfeld die Armee des Kultes besiegt. Das tun wir. Ich kenne die Stimme irgendwoher. Das tun wir. Und da bekommen wir die Erlasse der Auszeichnung einen pro Tag, um dann bei dem Versorgungsmeister hier uns den Wehrgreif oder das Schlachtross zu holen. Ah, ich weiß nicht, das sieht auch schon schick aus, aber ich glaube, wir werden dann auf den Wehrgreifen sparen. Vorrangig wegen dem Reitgeschwindigkeitsbonus und dem Ausrüstungsbonus, aber nicht wegen dem Aufsehen. Und da ist schon ein Drache, dem wir jetzt mal hier entgegenspringen wollen. Wir sind natürlich nicht gerade dafür gut geeignet mit unseren eigentlich Level 15, 20 oder was wir haben. Ich komme mit Athavariel bin ich da ein bisschen besser geeignet, aber nun ja, das kriegen wir schnell. Oh mein Gott, hebt dein Schild. Wieso bin ich schon wieder eingefroren? Ich hatte mein Schild hoch. Meine Güte, machen wir viel Schaden. Oh Gott, das wird eine Weile dauern. Wir haben... Vielleicht kommt noch mal jemand und hilft. Das wäre sehr angenehm. Aber ich glaube, diese Instanz ist ein bisschen leerer. Deswegen ist hier ein bisschen... Oh, sehr schön. Der hat einen Dino sogar dabei. Ach, da kommen noch Wachen von Neverwinter dazu und die helfen uns auch. Sehr schön. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Wenn die Wachen von Neverwinter dabei sind. Guck mal, schon halb tot. Schnuffel kämpft auch mit. Man muss zwei von diesen Heroic Encounters, die ja wirklich regelmäßig sind, es gibt unzählige Instanzen, in die man rein kann. Und es gibt eigentlich wirklich immer irgendwo so eine Encounter, so eine Heroic Encounter. Es gibt verschiedene, es gibt zwei verschiedene Drachen, die kämpfen. Es gibt, wie wir gehört haben, Katapulte, die angreifen. Sturmtruppen und Invasionsanführer der Kultisten und. Also gibt es wirklich ganz, ganz viel, was hier zu machen ist. Und das hier ist halt wirklich etwas, was man sehr, sehr aktiv auch läuft. Selbst wenn man nicht diese Encounters läuft, die nicht so wirklich die tolle Belohnung bringen, das werden wir gleich sehen. Sie bringt Drachenkult-Insignien und Drachenkult-Münzen.
Ist jetzt nicht so der Knüller. Aber, oh, da ist der nächste Drache. Yay. Das Tolle dabei ist, dass hier halt regelmäßig verschiedene Sachen droppen. Zum einen droppen die Drachenhortruhen für Tyranids of Dragon. Und zum anderen droppen hier immer die verschiedenen Gutscheine für die Festung. Hi, Asia. Hallo, wie geht's? Schon der nächste Drache. Sturmdrache, Blitzdrache. Na, hoch den Schild. Muss ich mich auch ein bisschen umgewöhnen. Ich habe jetzt so viel wieder mit dem Kleriker gespielt. Das ist doch ein bisschen anders, das Handling. Die Angriffe sind doch ein wenig anders. Au. Nein, die haben Schnuffel gelegt. Nein. So, damit haben wir die beiden Heroic Encounters für heute gemacht. Und ich kann ja mal gucken, ob wir hier nochmal wen tot. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Belohnung, einen Gutschein überhaupt bekommen kann, weil ich noch keine Gilde habe mit diesem Charakter. Weiß ich gar nicht, ob man da Gutscheine finden kann. Die Drachenhortruhen finden wir auf jeden Fall. Oh, Level 24. Das wollte ich nicht. Mein Gott, das wollte ich nicht. Ich bin der Drachen. Ich bin kein Drachenblut. Ich bin in diesem Spiel kein Drachen. Es ist nicht Skyrim. Schlitty, es ist nicht Skyrim. Aber dieser Drache liegt. Ja, verschwinde. Löst sich auf. Vor Angst. Ich würde an deiner Stelle auch aus Angst mich auflösen. Ich würde mal ein, zwei Gegner hier noch töten, um zu gucken, ob man auch ohne Gilde diese Gutscheine droppen kann. Das weiß ich gerade wirklich nicht. Ich habe das nur mit meinem Kleriker gemacht, der in einer Gilde ist, deswegen... Naja, gut. Kümmern wir uns nicht weiter drum. Ist bei diesem Charakter auch nicht so wichtig. Wir wissen, es geht und das ist das Relevante. Das ist das, was zählt. Und ihr seht, dass es für den Heroic Encounters nicht so die tolle Belohnung gibt, ist, glaube ich, auch logisch, wenn die rund um die Uhr laufen. Läuft schon wieder gerade? Nein, gerade jetzt nicht, aber man kann halt wirklich, wenn man möchte, unrund um die Uhr so einen Heroic Encounter haben. Hier könnt ihr mal hier gerade gucken, es gibt sehr viele Instanzen. Können wir sortieren die mal nach Zahlen? 56 Instanzen gibt es. Da ist immer was los. Da ist wirklich immer was los. Ihr habt gut gekämpft und eure Auszeichnung heute verdient. Die Armee des Kultes ist gewaltig. Wir brauchen mehr Unterstützung durch Abenteurer wie euch, um die Armee aufzuhalten. Daher könnt ihr jeden Tag wiederkehren und eine weitere Auszeichnung erlangen. Ihr könnt ebenfalls weiterkämpfen, um Kultinsignien zu erlangen, die ihr nur während der Belagerung bei unseren Quartiermeistern gegen Spezialgegenstände eintauschen könnt. Nun bitte ich euch, mich zu entschuldigen. Ich muss einen Krieg organisieren. Nee, gewinnen. Da steht gewinnen. Und ich hoffe, dass ihr den noch gewinnt. Und da haben wir jetzt die nächste. Den nächsten Erlass. Damit haben wir jetzt schon drei Erlässe. Yay, fehlen nur noch 11. Man könnte auch das Banner des Champions holen, ein Artefakt. Aber nein, das kann man sich, glaube ich, auch... Nee, das kann man sich nicht kaufen. Aber ist es nicht so wirklich relevant. Relevant ist das hier vor allen Dingen, Verzauberung des Quartiermeisters. Das ist wirklich nützlich. Mit dem Karren würde man häufiger und schneller die Berufsaufgabe machen können, aber naja, geht so. Und für die Medaille kann man sich dann halt diese beiden holen. Ja, könnte man. Dann würde man vielleicht hier die Rang 7 Verzauberung bekommen. Das wäre natürlich schon ganz cool. Oder hier hätte man vielleicht Glück, einen Schlachtfeldsanitäter in Lila zu bekommen. Das wäre natürlich sehr nice, aber zu selten. Ich hoffe nicht. Was hoffst du nicht? Dass ich der Drachenblut bin? Nein, 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 keine Sorge. Ich bin nicht der Drachenblut. Das Drachenblut, der Drachenblut, das Drachenblut. Müssen wir jetzt noch mit jemandem reden? Ganz kurz.
Nicht, dass wir hier noch was übersehen. Nein, müssen wir nicht. Jetzt haben wir die Belagerung abgeschlossen. Ich werde das natürlich noch weiter farmen. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage schon die tägliche Quest gemacht und das werde ich die nächste Zeit auch noch machen, um irgendwann auch diesen Greif zu holen. Ihr könnt euch ja mal überlegen, ob ihr welches Reittier ihr besser findet. Entweder, wir gehen nochmal ganz kurz hin, damit ihr das sehen könnt. Es wird wieder eine Umfrage geben. Könnt ihr denn gleich, also ich gehe nochmal dahin und dann zeige ich euch es nochmal. Ironie? Kappa? Kappa? Ich habe auch das mit dem Kappa, ich weiß, das ist so ein Internet, so ein Meme-Ding. Ich habe es aber nie verstanden, was das mit diesem Kappa wirklich auf sich hat. Das war mir zu, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, hier. Also, die Frage ist, welches Reittier wir optisch nehmen wollen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen eins, was zu einem Paladin passt. Und ich finde, dass diese beiden Pferde hier sehr gut passen würden. Also das, was wir momentan schon haben. Machen wir das Hut aus. Oder das Pferd, welches man hier in dem Wochenend-Event, beziehungsweise in dem Wochen-Event bekommen kann. Oder wir nehmen den Greifen als Reittier. Also da geht es jetzt rein ums Optische. Welches optische Reittier wollen wir nehmen? Die Tiere heißen, ich kann noch mal ganz kurz die Namen. Also ihr werdet jetzt, hier mal bitte, hat, ich brauch dich. Hier oben, da oben ist jetzt ein I, da könnt ihr draufklicken und kommt auf die Umfrage. Und dann ist die Frage entweder Wehrgreif, Streitross des Neverwinter Champions oder unser, wie heißt es? Wildleder-Streitross. Hoppelsbock ist für den Greifen, natürlich für den Greifen, aber das wird in der Umfrage entschieden. Nicht heute, dementsprechend wird es nicht heute entschieden, sondern im Laufe der Umfrage. So, wir beten nochmal und dann geht es wieder zurück in den Kampf gegen die bösen, bösen Banditen. Aber ich glaube, jetzt nochmal 8 Minuten da, das macht nicht so viel Sinn. Wir gehen dann nächstes Mal hin. Wir gehen nächstes Mal hin, für heute reicht es. Für heute haben wir Neverwinter in der Schlacht geholfen. Und können uns erst einmal ein bisschen ausruhen. Und beim nächsten Mal gehen wir wieder unserem normalen Abenteurer-Heldenalltag nach. Um der größte Paladin von allen zu werden. Mwahaha. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.